In Tel Aviv haben erneut viele Menschen den Rücktritt der israelischen Regierung und Neuwahlen gefordert. Die Organisatoren gaben die Zahl der Demonstranten mit 150.000 an und sprachen von den größten Protestaktionen seit Beginn des Gazakrieges vor 8,5 Monaten. Viele Israelis sind unzufrieden mit der rechten Regierung unter Benjamin Netanyahu und werfen ihr vor, den Krieg gegen die Hamas in die Länge zu ziehen und damit das Leben der Geiseln aufs Spiel zu setzen, die sich noch in der Hand der Islamisten befinden. Die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, ist es, die Regierung und die ganzen Extremisten aus dem Amt zu jagen und sicherzustellen, dass das gegenseitige Töten aufhört. Es ist an der Zeit, den Krieg zu beenden und die Geiseln nach Hause zu bringen und das Leben von Israelis und Palästinensern zu schützen. Die Menschen wollen Neuwahlen und eine menschliche Regierung, eine normale Regierung, die sich um die Zukunftsaufgaben kümmert, um Bildung und die Wirtschaft. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu steht seit Monaten innenpolitisch wegen seiner Kriegsführung und fehlender Planung für die Zeit nach dem Krieg unter großem Druck. Bei Neuwahlen dürfte er laut Umfragen sein Amt verlieren.